Wie in Stein gemeißelt erschienen über Jahrzehnte die Positionen beim sogenannten Länderfinanzausgleich. Der von der Großen Koalition in den 60ern gezimmerte Mechanismus sollte verähnlich gute Lebensverhältnisse zwischen finanziell ausgetrockneten und den flüssigeren Bundesländern sorgen. Geberländer, derzeit noch Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, mit hohen Steuereinnahmen geben per Finanztransfers Mittel an finanzschwache Nehmerländer, derzeit alle anderen, ab. Kritiker monieren, dass das System agile Geberländer bestrafe und Vernehmer zunehmend zur politischen Hängematte mutiere. Nehmerländer zieren sich und pochen auf Solidarität. Jetzt aber scheint der gordische Knoten durchschlagen. Die grün-rote Landesregierung sprach heute in Stuttgart von einem wesentlich mitinitiierten historischen Kompromiss. Der Kern der Reform ist, dass der Länderfinanzausgleich in seiner jetzigen Form abgeschafft wird. Es wird im Kern jetzt über die Umsatzsteuerverteilung mit erfolgen. Und vor allem führt es dazu, dass die Länder nicht aus den ihnen zustehenden Steuereinnahmen im Rahmen eines Länderfinanzausgleichs etwas an andere Länder abgeben müssen, sondern es wird sofort auf der Ebene der Umsatzsteuerverteilung zwischen den Ländern geklärt. Konkret, bisher flossen praktisch alle Steuereinkünfte der Länder zu 100% und 64% der Gemeindeeinkünfte als Bemessungsgrundlage des Ausgleichs ein. Das Land gewänne jetzt rund 1 Milliarde Euro dazu. Der kommunale Abgabeanteil der Kommunen stiege hingegen, ein Wermutstropfen für diese, auf 75%. Die dann entstehende Milliardenausgleichslücke soll der Bund füllen. Der Solidaritätszuschlag soll bleiben, der Grundgedanke. Dass die Ministerpräsidentenkonferenz einstimmig der Meinung war, dass der Soli erhalten bleibt, weil man den dafür braucht. Das war sozusagen die Grundlage der ganzen Reform. Es ist auch aus Sicht des Bundes ein vertretbarer Konsens. Das neue System soll im Jahr 2020 9,6 Milliarden Bundesmittel beanspruchen. 9,6 Milliarden. Man muss wissen, dass das Aufkommen des Soli im Jahr 2020 voraussichtlich über 19 Milliarden beträgt. Das heißt, der Bund müsste weniger als die Hälfte des Soli-Aufkommens bereitstellen, um diese Ländereinigung zu finanzieren. Angesichts der jahrzehntelang in Stein gemeißelten und unbeweglichen Situation, davon geht die grün-rote Landesregierung jetzt fest aus, werde der Bund dem neuen Konsensmodell die Zustimmung nicht verweigern. Denn durch den zu bleibenden Solidaritätszuschlag profitiere auch er.